Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World. Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht, was wir machen könnten. Und das Beste ist, wenn wir jetzt hier ein bisschen die Einheiten leveln. Dazu gehen wir mit diesen Einheiten jetzt doch irgendwie hier runter und schauen, dass der Mann der Stunde geboren wird. Es ist aber gefährlich hier. Nehmen wir nur diese mit hier. Gehen hier runter. Die gehen hier rein. So. Und hier bauen wir dann. Genau, die Ortswache ist hier am Bauen. Wir müssen schauen, dass diese Armee uns nicht angreift, sonst haben wir dann eine Niederlage, die nicht gut ist. Das Schiff geht ja hier hin. Hier werden wir dann auch ein paar Truppen alleine kämpfen lassen, damit wir die Leute hier unten haben. Und dieses Schiff geht hier zurück und holt hier ein paar Sachen ab. Ah. Die irische Flotte ist jetzt hier, oder sind das zwei Flotten? Okay, ich wollte ja. Wo ist. Ah, hier, genau. Okay, machen wir einfach mal weiter. Sollte angreifen. Osmanen. Angebot abgeben. Ja, ja. Ich will sie ein bisschen provozieren. Ich habe schon gewusst, dass sie das nicht annehmen. Genau. Und jetzt will so ein schlechtes Teil uns angreifen. Aber das ist umso besser. Denn yeah, eine Meisterattentate-Gilde. Ich wollte sowieso die ein bisschen leveln und so. Nachtangriff. Schlacht. Haben wir gleich zu Beginn eine Schlacht. Ich wusste, die sind zu dumm. Da können wir unser Reich gleich ausdehnen. Werden sowieso gewinnen. Schlacht starten. Ich muss meine Truppen hier nach vorne tun, natürlich. So. Und die Bogenschützen gehen hinten dran. Die gehen hier hin und die hier hin. So, mal schauen, ob die irgendwas machen. Die machen natürlich nichts. Die haben auch nichts. Was haben diese für Truppen? Ah, Armbrustschützen. Nicht gut. Haben eigentlich nur Pferde. Gut. Sehr schön. Dann nehmen wir die Speerträger und machen die dazu vorderst. So, ihr da geht bitte nach draußen und ihr da gruppieren auch nach draußen. Schneller bitte. Oh, das ist nicht so gut, wenn die. Geht mal weg.
greift die an. Was ich machen muss, ist frontal angreifen. Was ist das Wichtigste? Wie verlieren so viel Ding wegen diesen Fernkämpfern? Lieber mal die angreifen. Was machen die da? Habe ich nicht gesagt angreifen? Was machen denn die? Angreifen? Habe ich doch das schon 1000 Jahre gesagt. Sind einfach zu blöd. Genau. Oh, das gibt Hackfleisch. So, auf dieser Seite gewinnen wir die Schlacht. Hier muss ich schauen. Ach Gottchen. Wie schlecht sind denn die? Greift doch endlich irgendwo an. Ach Menno. Ich muss unbedingt die auch rausholen und frontal angreifen. Also am besten hier. Eigentlich mit denen, die sind immer noch dort hinten irgendwo. Oh Gott, seid ihr langsam. Aber irgendwie etwas ist komisch. Wir haben hier die Belagerungseinheiten und die haben nirgends Platz. Das ist sowas von komisch. Die verlieren natürlich. Und die scheinbar auch. Zum guten Glück greifen die nicht an. Greift doch endlich die mal an. Was ist denn so schlimm? Das ist schrecklich. Wir verlieren die Schlacht so. Mit denen greift sie an. Hier ist schon besser, also hier läuft es. Ja, die sind down. Wo ist jetzt der Ding? Wenn man ihn braucht, kommt er nie. Ah, General. Dummheit. Reiten, ja. Und hier zurückziehen. Greift sie doch endlich an. Faulenzer. Wo sind die Bogenschützen? Die müssen angegriffen werden. Komm. Oh mein Gott.
Das ist zu peinlich, hey, echt peinlich. Okay, dann machen wir das so. Dann machen wir das halt so. Hey du. Also sowas von peinlich. Ich hasse das Spiel langsam. Ich hasse es abgrundtief. Da will man mal etwas machen, aber nein, niemand macht etwas. Lassen sich vom Bogenschützen niederbüffeln. Und alles Mögliche. Jetzt machen wir das so. Wir gehen jetzt hier rein. Haben eine gute Verteidigung. Und bunkern hier. Dann machen wir halt hier halt nichts. Gott, oh Gott. Und mit diesem gehen wir jetzt hier hin und geben ihnen ein paar Truppen. Ja, ja. Ach, egal. So. Und ihr. Ist doch egal, machen wir nichts. Ja, danke, jetzt greifen sie mit mehr an. Ach man, oh. Es ist so peinlich. So. Jetzt hier. Bauern. Ist mir egal was, aber Hauptsache irgendwas. Meisterattentäter-Gilde ist gut. Und hier möchte ich ja Ding machen, Handelsrechte. Also in Iconium Ding. Dann Stadtgarde. Und wir haben schon wieder zu wenig Geld. Machen wir lieber eine Frucht voll. Ja, machen wir hier nichts. Trabzon haben wir. Antiochia. Könnten wir vielleicht noch etwas machen. Ein Ratshaus. So. Ein Diplomat. Ihr geht hier nach oben. Und Krieg. So, jetzt. Sehr schön. Du kannst es ja. Und jetzt gehst du. Wo haben wir denn hier noch ein paar böse Leute? Du kannst zum Beispiel den mal abfangen hier. So. Einfach leveln. Und nächste Runde sind wir hier. Sehr schön. Okay, die sind weg. Okay. Die Osmanen sind weg. Die lassen wir belagert. Machen hier lieber noch ein Totenmeer. So. Was machen wir sonst hier noch? Weiter runter, bitte. Hier haben wir die Bogenschützen. Gut. Können wir hier irgendwo noch was bauen, was uns Geld gibt? Nicht in Damaskus, nö. In Antioch, hier haben wir das. Hier haben wir Ding, die Fruchtfolge. Ja, egal. Also hier haben wir bewegt. Hier oben müssen wir nicht bewegen. Hier auch nicht. Ja, da können wir eigentlich schon weitermachen. Wir speichern noch kurz. Wir könnten eigentlich wieder von Anfang an fangen. B1 überschreiben. So. Ja, hier unten ist sowieso nichts mehr. Da kann dort verseuchen.
So, wie steht's? Noch nicht abgezogen. Jetzt kommen sie noch mit noch mehr. Oh Gottchen. Wir müssen ausbilden. Ortswache. Und jetzt müssen eigentlich jetzt schon angreifen. Was haben die jetzt? Okay, die haben nur schlechte Truppen eigentlich hier. Und hier auch nur schlechte Truppen. Können wir eigentlich schon angreifen. David Lloyd George. So. Bogenschützen, sehr viele. Ja, geht einfach hier nach oben. Die können nicht hier hin. Dann geht hier hinten noch. Dann nehmen wir die mal in eine Gruppe. Und die da oben in eine Gruppe. So. Hier geht ein Ding. Hier geht einer hin. Und hier geht einer hin. Die da gehen hier hin. So, und die hier hin. So. Jetzt Schlacht starten. Ihr könnt noch hierher kommen. Egal wo ihr seid. Die sind dort hinten. Ah. Okay. Oh Gott, jetzt haben sie die Belagerungseinheiten verlassen. Ihr seid so dumm. Was ist mir nur mit der KI geschehen? In Rom war sie noch wenigstens ein bisschen gescheit. Oh je, oh je. Jetzt müssen wir wirklich rausgehen. Also alle raus. Aber schneller. Schade, dass die Reize so schwach waren. Was machen die hier? Ah, ihr müsst nicht hier hin. So. Hallo. Kommt jetzt hier hinten hin. Das ist schrecklich. Gottchen, Gottchen. Man regt sich wirklich nur noch auf. Hallo, hier hinten hin. Hab ich jetzt gesagt. So. Oh mein Gott. Schießen die schlecht? Kommt weiter.
Ihr müsst doch rausgehen und so schlecht schießen. Und natürlich, die Gegner machen viel, viel mehr Schaden. Wieso nicht? Wir haben ja die schlechtesten Truppen. Auflösen hier. Wisst ihr was? Ihr geht jetzt mal hier hin. Alle. Alle. Bitte hier hin. So. Jetzt greift ihr an. Und hier an. Und ihr an. Dann geht es hoffentlich. Und ihr Bogenschützen greift hier hin. Ja, nicht hier angreifen, hier angreifen. Und hier, hier angreifen. Oh, ich sehe es schon, wir verlieren wieder. Weil einfach Truppen nicht das machen, was ich möchte. Die verlieren die meiste. Oh Gottchen. Hallo. Geh mal langsamer, bitte. Irgendwie treffen unsere Bogenschützen nie etwas. Die streuen so extrem. Lieber mal ausstellen, dieses Scheißfeuer. Ja, wir verlieren natürlich. Ach, kommt doch. Oh, die sind so dumm. Ja, genau, flieht alle. Ach komm, hey, das macht wirklich keinen Spaß mehr. Wieso können die nicht normal kämpfen? Verdammt nochmal. Verdammt. Es ist zu schwer, gegen so ein breites Maß an Gegner zu kämpfen. Es ist einfach zu schwer. Vor allem, wenn man keinen guten General hat und alle fliehen sofort. Ah, Mann. Ich müsste ganz taktisch kämpfen. Ganz taktisch, aber ich möchte das nicht. Ich will nicht taktisch kämpfen momentan. Ich habe die Schnauze voll von diesem Game. Geschissen voll. Mach jetzt einfach ohne Schlacht. Was ist eigentlich, wenn wir Ding angreifen? Seht ihr? Die verlieren noch größer. Ah. Oh. Ja, bitte nicht laden. Wieso muss das Game eigentlich so lange laden, wenn wir mal eine Schlacht automatisch machen? Es ist doch nicht schwer auszurechnen, dass wir klar siegen könnten. Okay, egal. Wir holen hier alle Truppen. Wenn nur dieses scheiß irische Teilschiff nicht immer dorthin gehen müsste, wo wir hingehen. Aber nein. Ach Gottchen.
Wir gehen jetzt weiter. Bis sie angreifen, wenn wir jetzt halt diese Stadt. Ja. Ab die Gegner kommen ja jetzt, die, also die anderen. Noch nicht mal. Haben wir keinen Diplomat? Jetzt ist der Diplomat halt wieder weggegangen. Ach komm schon. Hier unten haben wir einen Diplomat. Den lassen wir hier unten. Und bilden hier lieber noch ein paar Truppen aus. So. Sonst greifen die auch dann mal noch an. So. Diplomat. So, jetzt haben wir hier die Truppen. Nehmen die Truppen mit. Und gehen jetzt hier hin. So. Eine orthodoxe Kirche brauchen wir nicht. Bordell. Machen, ja, Bogner auch nicht. Wir machen hier nichts. Und gehen mit dem Schiff jetzt hier, landen hier und greifen an. So. Oh, wenigstens jetzt mal eine Schlacht, die wir gewinnen können. So. Gut. Also die Katapulte greifen natürlich wieder das Tor an. Aber schneller bitte. Und die werden angegriffen. Oh Gott. Aber ohne Ding bitte. Nur mit Schüssen. So, die haben wir. Ja, es ist gut. Noch nichts wiederholen. Und jetzt. Noch die Türme. Türme. Ah, trefft doch besser. So, die da. %30, gut. %60, %90, %100. Und die Türme bitte auch noch. Dann können wir eigentlich direkt angreifen. Wir brauchen nur diese Einheiten. Wo greifen hier noch Türme an? Na eben. Es greifen keine Türme an. Ihr dürft nicht angreifen. Was sind das für Einheiten? Axtkämpfer. Lol, sind die stark. Geht mal weg, ihr seid viel zu schwach.
wie viel Leben die verloren haben. Gut. Habt ihr's? Das ist ein klarer Sieg, wie ihn. Ah, 45 Männer verloren. Ja, die Pallax Pikanier, die sind viel besser. Viel, viel besser. Ausraum. LOL gegen Spanien, perfekt. Wir könnten eigentlich Spanien missbrauchen ein bisschen, aber ne, machen wir lieber nicht. Hier möchte ich unbedingt zuerst ein Ding machen, ein Bordell für den Spion vor allen anderen. So. Und ja, hier oben, was sollen wir machen? Noch warten. Ja, wir warten nochmals. Wie viel haltet die Stadt aus? Ja, ich will wir wissen, wie lange noch. Sechs Runden, also halten wir noch genug aus. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja. Eure Befehle, edler Herr. So, wir müssen unbedingt die Truppen dorthin tun. Was wir noch machen können, ist diese Truppen hierhin. So. Gut, so. Und, so. Und du kommst mit. Genialer Attentäter. Sehr schön. Haben wir nicht irgendwo noch ein einen Kaufmann? Nicht? Okay, schade. Ja. Dieses Schiff geht jetzt hier nach oben. Damit wir hier Truppen runter schicken können. B2 und weiter. Wir müssen Kampf. Was vernichtet? Ey, was ist denn los? Was ist denn los? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Ist das schlimm. Eine vernichtende Niederlage. Wegen was? Weil wir aus der Stadt geritten sind. Oh, dieses... Das ist so kacke. Es ist einfach nur kacke. Hallo, ich möchte Handelsrechte. Geh jetzt nach unten. So. Und dann bewegen wir den halt auch noch. Ja, mein Herr. Selbstverständlich, mein Herr. So. Wir müssen jetzt irgendwie hier südlich die Völker einnehmen. Eure Befehle, edler Herr. Theoretisch würde jetzt auch der Kampf leichter sein, weil wir weil wir in der Stadt kämpfen. Wenn sie jetzt nicht wieder die Belagerungsgeräte
Gepäck tun. So, Positionierung starten. Jetzt haben sie Belagerungssachen, ja. Bitte Bogenschützen. Werdet jetzt bitte besser kämpfen. So. Überall die Dinger hin tun. Ach komm. Die sind alle zu fett, die Truppen. Die kann man gar nicht richtig platzieren. Ja, ihr müsst hier hin. Gut. Und die Belagerungswaffe, die kann doch irgendwo hier hin. Dann hätten wir sie hier irgendwo hin tun. So. Und dann nach vorne. Bitte. Gut. Geht hier mal weg. Hier kommen die Leitern. Und ihr geht bitte hier nach oben. Nicht raus. Hallo. Ah, Dummheit. Dummheit. Okay, sind sowieso schlechte Truppen. Der Feind hat Leitern an den Mauern. Schlag die Angreifer mit unserem Stahl zurück. Liebe Stärkeren angreifen. Geht jetzt weg vom Tor, damit das Tor zugeht. Dummheit, oh Gott. Und irgendwie greift kein einziger Bogenschützen an. Niemand greift richtig an. Jetzt ist... Geht doch nicht raus! Verdammt nochmal! Wir verlieren so die Schlacht wieder. Ah, verdammt. Greift ihr bitte an, aber richtig. Nicht meine Truppen töten. Drüber schießen. Dann die Schlacht gewinnen, wenn wir die nicht gewinnen. Dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott. Shit.
Der feindliche General ist tot. Wir haben den Idioten zur Hölle geschickt. Den Idioten. Leichter. Die hauen ab, gut. Und die werden abhauen. Dann geht ihr mal hier hin. Und ihr. Oh, sehr schön. Komm, ein guter Schuss noch. Ihr geht jetzt nach hinten, ihr schießt sowieso nur noch Schrott. Und dann kann er noch ein bisschen die Gegner jagen. Die gehen jetzt rückwärts. Sie gehen so richtig, wie sagt man dem, roboterisch diese Treppen runter. So richtig. Werden alle vernichten. Killen Pferdchen, die killen. Mit den Pferdchen einfach mal alles killen. Der Feind flieht von der Schlacht. Rennt diese wertlosen Bauern nieder. Sehr schön, haben wir das so geschafft. Jetzt greifen wir die Litauer frontal an. Besiegen alle, nehmen alle Städte ein. Und ermorden alle Könige zuerst. Die dort noch angreifen. Ach, angreifen.
Wieso gehen die nach innen? Was läuft hier schief? Ah, das ist KI gesteuert, deshalb. Das ist von der KI. So. Ja, recht gut. Sehr schön. Es geht. Nein. Jetzt greifen die anderen auch noch an. Oh mein Gott. Ich hoffe, die helfen uns. So. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Was läuft denn bei euch schief, ey? Gott, oh Gott. So. Wo ist das Schiff? Hier. Wir haben fast kein Geld mehr. Wir müssen sparen. Brunnen. Lassen wir das. Hier haben wir einen Agent. Der geht zum Beispiel hierhin. Und dann noch einen Spion. Machen wir nochmals einen Kaufmann. Wir brauchen das Geld. Das Blöd ist, die Franzosen haben dort wichtige Sachen. Zum Beispiel Goldmine. Und wir in Tripolis nicht. Ja, ihr seht, das Game ist recht schwer auf sehr schwer. Und ja, wir müssen gut verteidigen und gleichzeitig expandieren auf leichte, also auf Gebiete zu, wo wo halt lukrativ sind. So, aber das machen wir das nächste Mal. Und ja. Es ist halt happig und wir müssen alle Schlachten jetzt selber machen. Das wird sich ein bisschen ziehen, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem noch und ja, ich hoffe, ich muss es bald nicht abbrechen. Ich weiß nicht, was ich anders tun soll. Ich kenne keine guten Mods außer dieser Mod und ja, das ist das Blöde. Aber ja, wir werden dann schauen. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.